Die Energiewende. Ein Plan für alle oder doch nur für die anderen? Ein Großteil der Deutschen befürwortet die Energiewende. Aber sobald es konkret wird, gibt es oft Gegenwind. Neue Stromtrassen oder Solarparks sorgen teils für Unmut und Proteste. Wer will schon ein Windrad direkt hinterm Haus? Dieses Prinzip nennt man NIMBY, Not in my backyard. Man ist nicht grundsätzlich dagegen, aber eben nicht vor der eigenen Tür. Klar ist, die Energiewende hat auch eine soziale Seite. Und mancherorts gibt es ein Umsetzungsproblem. Es reicht nicht, nur an der Technik zu forschen. Gesellschaftliche und politisch-planerische Fragen sind genauso wichtig. Deshalb untersucht die Leibniz-Universität Hannover auch die sozialen und räumlichen Aspekte der Energiewende. Die Forschenden analysieren Szenarien, die zeigen, wie neue Energiesysteme Mensch und Umwelt beeinflussen. Und entwickeln digitale Planspiele, die die Bürgerinnen und Bürger vor Ort in den Planungsprozess einbinden sollen. In Hannover wurden Windräder quasi ins Labor geholt. Im Immersive Media Lab lässt sich die Akustik von Windrädern genau reproduzieren, um zu erforschen, wie sich Schall auf einen bestimmten Ort und auf den Menschen auswirkt. Ihr seht, Umwelt- und Raumplanung sowie Akzeptanzforschung sind super wichtig, damit die Energiewende von möglichst vielen Menschen mitgetragen wird. In diesem Sinne, bleibt neugierig, denn Wissen schafft Energie und bringt uns weiter. Wollt ihr ein Teil davon sein? Unten in der Caption findet ihr einen Link zu spannenden Energiestudiengängen und Forschungsprojekten hier an der Leibniz-Uni Hannover. Wir sehen uns, euer Cedric.